Hey Leute, es ist wieder mal Chaoswolf 44 und willkommen zu meiner neuen Folge Minecraft Fusion Fall. Ah nein, ich schaff den Sprung nicht. Leckst du gerade oder was? Nee, ich leck nicht, Ah. Achso, warte, dann kommt kurz mein Einsatz. Warte mal ganz kurz, Flo. Fusion Fall. Oh, und ich hab's geschafft, Weißt du, was ich gerade versucht habe? Ah. Was willst du mir zeigen? Ich hab's ab. Wo bist du gerade? Ich bin aus dem MLG-Loch unten rausgekommen. Achso, Leute, weißt du was? Ich habe hier diesen Stab gefunden. Ich habe gerade eben einfach aus Zufall, gerade als du die Ansage gemacht hast, was Witziges herausgefunden. Na, wo bist du? LOL, Roman, komm mal mit in dein Haus. In mein Haus? Warte mal, wo denn? LOL, Roman, weißt du noch den Tipp? Übrigens, Leute, in der letzten Folge. What the fish? Nein! Was ist das, Alter? Das war anscheinend Dings. Wir sind noch gleich, Dr. Gadget. Wer ich letzte Folge nicht gesehen hat, ein Roboter hat uns angegriffen und der hat die Turtles aktiviert. Wie jetzt? Seit wann steht da eine Turtle? Da unten ist eine Turtle, siehst du die? Das ist meine Turtle! Ja, dann warte, ich kann sie dir gleich holen. Und der hat den Rüstumständer hier abgebaut. Ich hab ein neues, cooles Spiel gefunden, ne? Was? Das heißt, überlebe den Schlag. Komm mal mit, das ist total Nein, ich hab keinen Bock auf das Spiel. Komm mal mit, nein, das ist super witzig. Flo, komm schon, das muss ich dir zeigen, das ist super witzig. Überlebe den Schlag mit Aratun HD. Komm ins Kino. Okay, komm, wenn du mich killst. Nein, pass auf, bleib hinter den Sitzen stehen. Okay. Ich hab nämlich diesen Stab und dieser Stab macht hier. Leute, ich weiß, was du machen willst. Das heißt, man kann hier Squash spielen. Das heißt, wenn ich das hier so hinplatziere, dann fällt ja so die ganze. Oh, schade, der prallt nur ein paar Mal ab. Oh, schade. Warte. Oh. Ganz ruhig, Flo. Alter Vater, das kann richtig in die Hose. Oh mein Gott. Wollen wir wirklich mal ein Duell machen hier? Ja, Alter, irgendwie so ein Duell, oh mein Gott, okay. Stell dich du auf deiner Seite. Wir tieren aber nicht auf uns. Wir tieren auf dem Bildschirm. Regel. Wir dürfen nur auf den Bildschirm schießen, okay? Okay, nur auf den Bildschirm schießen. Warte, ich möchte davor erst ein Steak essen. Aber, Flo, okay, gut. Das heißt, wir schießen nur auf den Bildschirm und versuchen uns gegenseitig damit abzuschießen, richtig? Okay, dann bist du ready. Ja. 3, 2, 1, go. Warte. What the fish? Wie schnell ging das denn? Du musst verbrauchst du eigentlich keine Mana? Ich kann nämlich nur ein einziges Mal schießen. Ja, deiner macht mehr Schaden. Ah, stimmt allerdings. Meiner macht nur 36 Schaden, dafür nur 10. Nur 36 Schaden. Dafür 10 Arcana. Wie viel braucht deiner Arcana? Meiner braucht 80 Arcana für einen Schuss. By the way, Roman, hier, falls du das irgendwann mal. Ich glaube, das brauchst du mal. Das ist ein Trank, der hält alle Arcana. Der Inventar ist voll. Strong Arcana Potion. Oh ja. Hey, wo ist das Bild hier obtain? Hast du das? Nein, das ist irgendwie kaputt gegangen, gerade eben beim Squash-Spielen. Ja. Das Spiel nennt sich aber wirklich Squash, ne? Squash? Spielt man das bei uns überhaupt? Weiß ich nicht. Also ich glaube, in Amerika ist es beliebt, ja? Aber hier in Deutschland weiß ich nicht so ganz richtig. Können uns ja aber die Leute in die Kommentare schreiben. Aber tatsächlich gibt es so ein Spiel, wo sich... Danke, Flo. Flo, weißt du was? Kannst du... ich habe übrigens einen Bogen, ne? Nur mal so nebenbei, ne? Der macht... Jetzt mal ohne Spaß, Roman. Diese Bouncing-Protector sind so unberechenbar. Die sind echt unberechenbar. Bitte nicht mehr töten, wenn wirklich, okay? Guck mal, ich habe hier auf den Boden geschossen, dann hier gegen die Wand und... Ja, das ist einfach nicht mehr fein. Aus Versehen den Roman getroffen. Das passiert. Ich wollte eigentlich essen und hab aus. Das kann mir passieren. Ja, klar. Campern, ja. Also ich nehme gleich mein iPhone 8S, ja, rufe die Polizei. Wobei, nein, die Polizei rufe ich nicht. Roman, du hast nicht mal einen Vertrag dabei. Stimmt allerdings. Einen Festnetzvertrag. Ein Festnetz. Hast du überhaupt WLAN damit? Obwohl, Roman, lass mal ein paar Tests machen mit dem Fusion Phone. Ich glaube, du kannst damit tatsächlich irgendwie was machen. Gib mal Help an. Okay, ich gebe mit dem Fusion Fall Phone Helm ein. Wo ist es denn? Also Fusion Fall Helm. Nicht Helm, sondern hier. Help. An unknown error occurred. Roman, ich will sagen, Garantie ist abgelaufen. Du kannst nichts mehr machen, leider. Warte, doch, ich kann Rechtsklick drauf machen. Dann kann ich da, warte, dann schreibe ich hier mal hin. Hack, Chaos. Hey, nein. 44. Hack erfolgreich durchgefügt. Ah, okay, Chaos Roman. 44 stinkt nach Melone. Also Roman, das stimmt wahrscheinlich. Hier, nimm ein bisschen Pfefferminz. Lol, Pfefferminz, Alter. Pfefferminz ist ziemlich geil. Alter, Vater, ich mag Pfefferminz. Brauche ich eigentlich noch irgendwas? Habe ich meine Rüstung ab mit? Lol, wo habe ich meine... Leute, ich habe meine Rüstung draußen, ich glaube schon. Stimmt. Aber Roman, was haben wir denn heute vor?
Was wir heute vorhaben, also heute hatten wir eigentlich vor, eigentlich hatten wir schon in der letzten Folge vor, zum Dorf zu gehen. Oh ja, denn Leute, wir hatten eine Einladung bekommen, dafür kennen Sie Kaffeekränzchen mit dem netten Herrn Joe. Und ich bin wirklich gespannt, was da bei dir so abgeht. Und einige, es haben wirklich damals, wo wir Schargerot erstmal getroffen haben hier in Fusion Fall, haben übel viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich denen ultra viele Fragen stellen soll, weil zum Beispiel, wer ist jetzt wirklich Schargerot seine Frau? Alex oder Ursula? Ursula, das ist eine Theorie von den Leuten, die also wirklich... Ursula ist wahrscheinlich die schönere Variante. Was? Nein, verstehst du, weil Ursula ist nicht so hübsch, verstehst du, Flo? Weil Roman, das Ursula sagt man nicht. Achso, ja, okay, nee, Ursula ist ein wunderhübsches Mädchen, also ich kann mit dem Mädchen wäre ich mir nicht so sicher, das ist ein, es ist ein Dorf, da, wie Grundorf. Eine Dame, genau. Leute, ich habe noch Fische in meinem Ocean Furnace drin. Leute, ich weiß nicht warum, aber wenn man hier stirbt, behält man die Level und verliert nur ein paar, das finde ich übelst witzig. Stimmt allerdings, ich habe immer noch 86. LOL, Roman! Wo bist du? Mein Backpack hat sich in ein Weihnachtsbackpack verwandelt. Jetzt mal, guck mal, komm her. In ein Weihnachtsbackpack? Jetzt mal, ohne Spaß, Roman, ich habe nichts geändert. Guck mal, das ist der Standard-Packpack. Der allerstandardste Standard-Packpack. Oh, lol. Das ist der normal so braun ist und so. Das heißt tatsächlich Weihnachtszeit. Ultra geil. Wirklich solche Weihnachts-Easter Eggs finde ich mega, mega cool, Mom. Super lustig, Alter. Oh, Adventure-Backpack. Okay, Roman, willst du den Backpack nehmen? Ja, nein, ich mag keine Backpacks. Ich warum nicht? Schlechte Erfahrung mit. Ja, Roman, der Typ, der sein Inventar immer voll hat, nimmt keinen Backpack. Ich trau den Backpacks nicht. Ah, ja, stimmt. Ah, dann gib ihn wieder her. Gib ihn her. Ja, ich hab ihn in deine Essenskiste reingelegt. Boah, wieso essen? Ich esse keine Backpacks. Ach, Flo, du musst mal nach meinem sortieren. Aber Roman, Dings, du hast doch bestimmt jetzt einen Seed da, oder? Weißt du noch? Tainted Seed, hast du den noch? Tainted Seed, da muss ich kurz in meinen Ton nachsehen. Warte mal, Tainted Seed. Und wie sah der nochmal aus, Flo? Das war einfach so ein kleiner Krümel. Tainted Seed, warte mal, ich muss kurz die Dings. Weil dann nimm dir ein bisschen Mycelium aus deinem Thron und ein Tainted Seed, den kannst du anbauen. Das haben mir auch voll viele Leute geschrieben. Mycelium, Flo? Haben wir Mycelium? Hast du zufällig Mycelium? Doch, Doch, ich hab in einem Dungeon Mycelium gehabt. Doch, das habe ich mir extra mitgenommen. Dungeon? Warte mal, wir waren mal in so einem Dungeon. Doch, ich hab sieben Mycelium. Doch, stimmt, Mycelium. Warte mal. Sieben Mycelium habe ich, Flo. LOL! Nein! Oh mein Gott. Wo bist du? Wir hatten ja noch Dings aufgegraben, meinen Balkon wegen dem Roboter. Und ich bin runtergefallen. Ja, siehst du, sowas passiert halt eben. Alter Vater, soll ich mal so einen Baum Dings hinsetzen, damit er vielleicht anfängt zu wachsen, Flo? Mach mal. Obwohl, nicht hier. Mach das bei dir hinten auf der Wiese. Ah, okay, auf der Wiese, easy. Weil Leute haben gesagt, da wächst ein cooler Baum, der für uns kämpft. Ein kämpfender Baum, wie cool ist das? Oh ja, lass mal machen. Ich habe aber nur einen Tainted Seed, Flo. Wir brauchen mehr. Tainted Seed? Warte mal, ich baue den hier hin. Stimmt, Dings. Leute, jetzt fällt mir wieder an. Es hat funktioniert. Hast du ihn angepflanzt? Ja, da steht er. Das ist ein Tainted Seed. Das ist. Nee, ich sehe nichts. Da steht der. Warte mal. Hast du ihn wirklich angebaut? Ja, warte, ich kann ihn abbauen. Oh mein Gott, okay. Setz ihn drauf. Oh, jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn nicht. Ist egal. Für die Zuschauer. Hast du zufällig Bone Meal? Bone Meal, Ich hab Bones dabei. Okay, passt. Geht da? Ah, das geht nicht. Okay, egal. Ich würde sagen, wir schauen da einfach mal, was da aus diesem Baum so wird. Weißt du, ich hab das diese lebende Bäume, da? Ja, genau, diese lebende Bäume, die wir mal besiegt haben im Wald oder so, weißt ja. du? Ich glaube, das ist sowas ähnliches, ja, ich glaube, so einer gehört dann zu uns. Das ist ja ultra cool. Jedenfalls, lass mal losfahren. Hol mal dein GTR raus und lass mich hier. Du fährst, okay? Okay, dann fahren wir mit meinem Lancer. Und es schneit, okay. Warte mal, aber du weißt schon, bei so einer Schneeklette, muss man natürlich aufpassen. Warte, stimmt, da muss man. Roman, da muss man auf die Schilder achten. Auf die Tintenfische muss man immer achten, sowieso. Aber auf die Tintenfische musst du achten, ob das Eis der Tintenfische eingefroren ist. Warte, ich fahre gerade mein GTR aus der Garage raus. Einen Moment, Flo. Okay, warte, okay. Ich bin rausgefahren. Du fährst mit bei mir. Ach so, warte, nehmen wir nicht den GTR? Ich dachte, wir nehmen den GTR. Der Lancer hat einen Sex-Spoiler. Oh, wir haben schon so lange nicht mehr den GTR. Doch, den geht niemand will. Roman, niemand will deinen. Okay, dann fahren wir eben beide mit unseren beiden Autos. Nee, ich fahr bei dir mit. Oh, ich bin schon losgefahren. Nein, warte, ich mache einen fliegenden Einstieg. Geht das? Ja, natürlich geht das. Warte, fahr. Beeil dich. Warte, ich bin unter dir. Doch, ich schaff das. Warte.
Das kriegst du hin. Easy. Warte, ich fahr zurück. Nein, ich bin Flo. Oh, Roman, warte. Ich krieg's hin. Warte. Fahr einfach weiter. Ich mach einen Einstieg. Nein, Flo, warte, ich hab. Okay, hier kannst du machen, okay? Warte. Okay, jetzt machen wir den ML-schießenden Einstieg, den du in deinem Leben gesehen hast, Roman, okay? Bist du bereit? Okay, ich bin bereit, Flo. Zack und zack und ich bin. Oh, lol. Pass auf. Handy programmiert, warte mal. Lol, was? Ich hab grad eben. Sandwurm-Scales? Apropos, Roman. Wo war die Zelle, von der du geredet hast? War die hier? Was für eine Zelle? Weißt du noch? Ach so, stimmt. Die Zelle. Lol. Ist sie da? Ja. Ja, genau da war ich drin. Siehst du, die ist komplett aus Bedrock gemacht. Das ist total uncool. Und da... Weißt du? Hä? Die beste Frage ist, wo... Okay, Roman, ich glaube, Officer Jeff... Wrecked! Ach so, lol. Das ist meins. Stimmt. Ja. Ich dachte mir gerade, das wäre schon ein bisschen komisch, wenn der sich mit MLG-Begriffen was kennt. Das stimmt, Alter. Aber jedenfalls, der scheint gleich zu Hause zu sein. Nein! Ist ja okay, Kauf. Ja. Bleiben Sie ganz ruhig. Weil Roman, ich habe einen Führerschein, du nicht. Ja, gut, du hast halt einen Führerschein von einer Person, die selber keinen Führerschein hat. Das ist mir egal, das zählt. Natürlich. Das zählt! In welcher Generation zählt das bitte schon? In der Generation von Minecraft Fusion Fall. Du wurdest während deiner Fahrschulprüfung Roman. Von der Polizei. Roman! Warte, habe ich das gerade gemacht? Ist es Highlight Chestplate? Ja, Roman, deine Chestplate stört. Warte mal. Ist das die Water Fish? What the Fish, Roman? Okay, Roman, ich glaube, wir sind da. Oder sind wir das? Ich bin aufgefegen. Oder? Nee, Flo, das ist deine Rüstung. Nein, deine ist auch. Nein, meine ist es nicht. Guck, ich geh ins Wasser rein. Guck, alles in Ordnung. Warte, guck. Wir machen einen Kerper-Test. Kerper. Ja, und dann geh ins Wasser. Guck mal. Der Mod checkt, ob ihr ein Emotions-T-Shirt jetzt gerade anhabt und sagt, ist gleich null. Das heißt, Leute, ihr habt kein Emotions-T-Shirt an. Außer vielleicht ein paar. Das ist ein Bug der Mod. Aber Leute, ihr müsst euch schon das Emotions-T-shirt anziehen, wenn ihr Fusion Fall guckt. Das könnt ihr doch nicht machen. Da ist er ja. Holzfäller. Ciao. Hi, Joe. Hallo. Was geht bei dir? Hölziger. Komm. Pane. Ja, wir waren schon lange nicht mehr hier und letztes Mal, wo wir hier waren, das war wirklich komisch, aber seid gegrüßt in der Holzfälle-WG, ja! Hallo! Warte, Roman, hast du Holz mit, Roman? Ein Geschenk? Ja, hab ich, warte. Soll ich sie jetzt schon geben? Wir haben dir ein, Geschenk mitgebracht, weil es ist ja Weihnachten. Genau. Da würde ich sagen. Ein hölzernes Weihnachtsgeschenk? Ja, Villager-Nase, das sollte auch tun. Ein hölzernes Wichtelgeschenk. LOL, hat die Villager-Nase. LOL, übelst cool, Alter. Okay, ich glaube, er hält da nicht so viel davon. Ne? Und? Gefällt's ihm? Warte mal, ich hab doch bestimmt noch irgendwas. Ich wette, das Holz findet er interessanter als die Villager-Nase. Ja, glaube ich aber auch. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, er hat nichts geschaffen. Ich glaube, er hält nicht viel von Geschenken. Aber warte, Roman, ich glaube, ich habe was für ihn. Hier. Eine Hacke, Flo. Oh, so heute sehr extra spätere. Mit Greenwood Wood 1. Ökologisch. Ökologisch? Angebauter. Genau. Ökologisch angebauter ist die Axt. Glaubst du, freut er sich? Natürlich, Flo, das ist eine Holzhacke, Mann. Über eine Holzhacke kann man Roman, ich muss sagen, Holzfäller Joe, wir müssen dir ein Geschenk machen. Also, irgendwie müssen wir uns bedanken dafür, dass er uns letztens so nett empfangen hat. Exzellent, schärfer denn je. Das freut uns auf jeden Fall. Also, hat sich hier irgendwas getan? Haben die mir Holz abgebaut? Weiß ich nicht, also so wie es aussieht schon, aber wir sind ja eigentlich ganz sicher. Letztes Mal waren wir ja hier und da war ja Holzfäller Joe war da. Chagarov war da. Stimmt, ich glaube Chagarov ist wahrscheinlich wieder abbauen. Was? Aber die haben ja gesagt, dass Vlad nicht da ist. Stimmt. Warte mal. Vielleicht weiß er, wo Vlad ist. Wo ist Vlad? In welcher... Was? Butterfisch. Vlad? Vlad? Ist er da?
Wo ist er? Wo ist Vlad? Wo ist Vlad? Wo ist Vlad? Wo ist Vlad? Hä? Hast du ihn gesehen, Flo? Wo ist? Wo ist er? Was hat Vlad geschrieben? Bubugaka? Okay, das hört sich Atikaka. Okay, das hört sich glaube ich nach unserem Vlad an. Weil manche Leute haben gesagt, der Anzug Vlad ist der andere Vlad. Mein kleiner Bruder Vlad war auf einer kindergärtlichen Exkursion. LOL! Roman! Baby Vlad! LOL! Oh mein Gott, der ist so süß, der sieht so süß aus! Flo, der sieht so krass aus. LOL! Wie alt ist Vlad denn bitte? Bubugaka! Ich kann nicht. Der ist erst im Kind. Es war sein erster Ausflug in den Tiefen des Gesteines. Hä, was? Das heißt. Ach so, die waren gar nicht meinen. Die waren auf dem Kindergarten. Ja! Ausflug, Flo. Ja! Oh mein, guck mal, alle Villager sind so ganz normal, haben eine Nase. Und dann ist Vlad. Also Vlad sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Er ist halt eben was Besonderes. Oh mein Gott, Vlad! Also, er ist halt eben wirklich was. Kalt! Ah, der gute alte Vlad! Warte mal, Roman! Was? Warte mal, das heißt, das ist der Vergangenheitsflat. Hey, das heißt, der Antugsflat ist unser Flat. Warum ist er dann so böse? Warte mal, kurze Frage. Also, das heißt, der kennt uns, glaube ich, nicht. Warte mal, ist jetzt eigentlich der Zeitsprung damit bewiesen? Ich glaube schon. Ja, oder? Ich glaube schon, weil es gibt zwei Flats. Also, so wie es aussieht, denke ich das auch, weil irgendwie. Warte. Hatte Vlad nicht einen Anzug? Lass mal schon, ob er da irgendwas weiß. Genau. No, bin mir nicht sicher, ob Joe da irgendwie was weiß. Aber Flo, guck dir seinen Kindergarten an! Guck mir Vlad rein! Das ist witzig, Alter. Ist er doch so klein. Aber er hat seine Rüstung schon an. Guck mal. Ich glaube, die Rüstung ist dann mitgewachsen mit ihm. Die ist einfach. Die hat sich ausgedehnt. Ja, der Stoff hat sich. Nein, er ist ja nur 2 Jahre und 16 Monate alt. Was? Warte mal. Das heißt. Alter? Warte, das heißt. 3 Jahre und 4 Monate ist er alt. Warte mal, Roman, warte mal. 5 Kinder, warte mal. 3 Jahre, warte mal. Warte mal, Flo, jetzt mal wirklich warte mal. Was? Weißt du, was er geschrieben hat? Hosikaki Mari. Warte mal. Vlad, du hast dir nicht gerade ernsthaft in deine Hose gemacht. Ciao. Was sollen wir tun? Ciao! Er will aufs Klo! Hilfe! Oh mein Gott! Er will aufs Klo! Hosi, was? Lol, Bubu, feucht, heißt das? Lol! Okay, ich denke, er hat gesagt, sein Po ist feucht, der muss aufs Klo. Oh, lol! Das verlogenes Kindlein. Ich dachte, er sei Stuben rein. Oh nein! Warte mal! Oh, guck mal, Roman, das ist ein Reim. Verlogenes Kindlein. Ich dachte, er sei Stuben rein. Und die Gasscherbe, die sagt, oh nein! Hä, Roman, das war doch ein Rap, der war doch voll gut. Der war der beste Rap, den ich jemals gehört habe. Also heute vielleicht Show Rapper. Leute, ihr wisst Bescheid, Fanart, Twitter, Leute. Heute vielleicht Show mit der MLG-Brille, Rapper, Hashtag Gangster, Kappe. Araflo, easy. Hashtag Future Fall Fanart. Oder so, genau. Wirklich, Leute, ist mal ohne Spaß, es ist unglaublich, wie viel geiles Fanart wir bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht blenden wir das irgendwann mal am Ende ein oder in der Special-Folge oder im Livestream, keine Ahnung. Oder wir können ja mal über ein paar Bilder reden. Das können wir auch mal machen, ja. Also, du kannst doch darüber reden, wie schön die Mona Lisa ist und niemand kann es nachvollziehen. Das stimmt. Jedenfalls, ich glaube, wir haben ein Problem, Roman. Was machen wir? Hast du Windeln? Wir müssen nicht schreien, es ist nicht Bauerbob, Roman. Bauerbob, und bei dem muss man immer schreien. Hast du Windeln? Ich würde mal sagen, erstmals, ich glaube, der muss erstmal hier ein bisschen rausgenommen werden. Also ja. Musst du da erstmal raus. Stinker! Lol, okay, ich nehme ihn. Ich habe Holzologie und Forstwissenschaften studiert. Oh, guck mal, Lol. Oh, wie süß, warte mal, darf ich den Screenshot machen von den beiden? Oh, warte, das ist richtig süß, warte. Oh, wie süß, wie niedlich. Nicht. Was? Ich hab Holzologie und. LOL! Hat Vlad! Nein! Er läuft aus! Was machen wir mit ihm? Weiß ich nicht, trag ihn weit weg! Komm mit nach draußen, Flo! Lol, der packt es übelst!
Okay, jetzt. Okay, nee, okay. Ja, Portal Gun backt übelst. Warte. Oh Gott, Flo, er läuft auf. Ich hab ihn. Ganz okay. Vorsichtig und behutsam. Wo tragen wir ihn hin? Weiß ich nicht. Wir müssen ihn zu irgendeiner Schwester tragen oder so. Warte mal. Babyflat. Flo, er läuft weiterhin. Nein, Babyflat, nein, ich soll es anpacken. Oh nein, ich auf den Boden. Okay. Fühl ihn auch schnell. Bitte. Okay, wohin? Warte, stell ihn hin, stell ihn auf den Boden, Flo. Oh, guck mal, hey, ihn stört zu werden nicht. Okay, doch. Warte. Nein. Warte. Warte, ins Wasser. Okay. Da ist er sicher. Flat, okay. Beruhige deinen... Oh mein Gott. Es geht durchs Wasser durch, Flo. Okay, egal. Es muss raus. Ich hab ihn. Es muss raus. Wie geil ist das? Okay, ganz ruhig. Also was machen wir jetzt? Tragen wir ihn jetzt einfach in der Luft oder? Ich weiß es nicht. Flat, warte, ich halte ihn mal. Roman, gib ihn mal mir. Oh, okay. Spaß, Roman, wir sind die besten Eltern der Welt. Roman, er hat Angst. Ja, ich hätte auch. Roman, ohne Spaß. Das ist nicht mehr. Roman, putz mal ein bisschen hier. Warte mal. Er hat so viele Kartoffeln verspeist. Oh nein. Okay, warte. Roman, ich halte ihn. Bau irgendwas. Okay. Warte, lass mal testen. Warte, hat er noch irgendwie so einen Drang? Oder ich glaube, es sieht safe aus. Läuft er immer noch auf? Nee, oder? Sieht das? Geht ihm gut. Es geht ihm gut. Guck mal, er hat so ein Gefühl. Nein! Roman, was hast du? Das ist nicht unser Problem. Roman, das warst du. Alter, Roman ist auch undicht. Ich bin schon weit rein. Ich hör mal, Roman, guck mal, ich hab eine Idee, Roman. Hier, auf braune Wolle, da fällt's nicht so auf. Guck mal. Genau, stimmt, gute Tarnung, Flo. Lord, jetzt weiß ich, Roman, Spaß, Roman, wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Hier ist alles voll. Ja, aber letztendlich müssen ja nicht wir aufräumen, weil das ist ja nicht unsere WG, weil unsere WG ist ja ein bisschen weiter weg. Schon müssen wir das aufräumen? Warte, wo ist er hin? Warte, wir bringen ihn mal wieder zurück in den Kindergarten. Okay, Loll. Auf geht's. Ja, ich glaube hier zu den ganzen anderen Kindern rein. Rumschul sagen, Teleportation Crystal, oder? Was? Das übernehmen seine gleichaltrigen Freunde. Alter, also, die können sogar die, obwohl, ne? Ich glaube, der macht das, oder? Warte mal. Farmer, guck, der verkauft Kartoffeln. Echt jetzt? Cool, Alter. Kartosch, Leute, okay, ich glaube, der hat nicht so viel Interesse. Warte, der verkauft für... Leute, ich habe sogar Gold Nuggets, soll ich Kartoschkis kaufen, Flo? Ich habe 3 Stück gekauft. Flat freut sich voll. Oh, Spaß, Roman, ich finde das mega geil, dass er wie Flat ist. Warte, ich gebe den Kartoschki. Stimmt, hast du Schneebälle oder sowas? Schneebälle, klar, aber Schneebälle. Nein, war Kartoschki. Von der Schneeball. Oh mein Gott, ich weiß, ich habe den Teleportation. Stopp. Oh Leute, nicht abschießen! Nein, ist doch nur Schneebälle, ist doch nur Spaß, Flo. Roman, Alter. Nein, Roman, das ist nicht Spaß. Lass mal dir Roman, keine armen kleinen Kinder abschießen. Ich habe etwas zu verkünden. Lol, es gibt etwas zu verkünden. Okay. Was denn? Was braucht er noch? Etwas Cooles? Ein Motorboot brauche ich. Was braucht Flat noch eigentlich? Ich kann dir mal ein paar Snowboards geben. Ein Radio. Warte. Ach, Flo, machst du gerade eben mit den kleinen Kindern noch ein bisschen Spielzeit? Heute, meine kleinen Kinder, spielen wir ein nettes Spiel. Wir spielen heute, wer trifft den Schneeball? Okay, was könnte dein Spiel? Wir haben keinen Bock. Okay, was? Er spitzt eure Ohren. Es entscheidet über die Zukunft der Bäume. Also, was? Nein, hat er nicht gesagt. Der Bäume? Das meint er jetzt nicht ernst, oder? Denkst du, Joe regt sich da ein bisschen auf? Weiß ich nicht. Also, guck mal, der Look in seinem Gesicht. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, oder? Ja, Flo, du provozierst den irgendwie so auf irgendeine Art und Weise. Siehst du diesen Gesichtsausdruck? Er ist böse. Oh lol, okay, nee, ich schieße lieber nicht ab. Also, was hast du zu verkünden, mein Holzlord? Ja. Warte mal, lass mal das Radio ausmachen, warte. Warte mal, was schreibt ab? Die Königswahl findet am hohen Stamm statt. Was für eine Königswahl, bitte?